Das, was du gerade gemacht hast, das funktioniert bei Leichten. Hier wegdrücken, kein Problem. Bei mir oder wenn jemand Kontrolle hat, funktioniert es nicht. Du hast übel viel Kraft im Oberkörper. Aber das wird dich mit der Zeit auch sehr, sehr viel Kraft kosten, vor allem im Fight oder im Sparring. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Salam alaikum an alle. Wie ihr seht, ich bin schon im Training, ich bin schon am Schwitzen und nicht alleine. Der liebe Michael ist da. Wir haben ordentlich trainiert. Und Reaktor King ist auch da. Guten Morgen. Heute kriege ich mal aufs Maul, glaube ich. Nein. Muss ich Socken auch ausziehen? Alles. Eigentlich schon, ne? Besseren Grip. Schuhe. Eigentlich komplett nackt am besten. Ja, ja. Dann rutscht du am besten weg. Ja, noch besser. Aber Beine kann er ja nicht zeigen. Nein, die trainiere ich ja nicht. Ich sitze ja immer nur rum. Also ganz easy warm rollen heißt Position. Jetzt geht es nicht um Competition, auch nicht um Position erkämpfen, sondern Position lassen. Ja? Also ganz, ganz ohne Kraft. Hier geht es wirklich ohne Kraft, einfach nur Position rausbewegen. Heißt, wenn ich jetzt unten bin, komm auf mich auf. Ist egal wo. Genau, versuche ich hier einfach. Du lässt mich, ich versuche hier rauszukommen. Zack, jetzt hab ich dich. Wir rollen einfach ohne Kraft, das ist so technisches Rollen. Ja? Jetzt habe ich dich, jetzt versuchst du rauszukommen. Ja, versuch's mal nicht mit Kraft. Versuch mal die Idee, Mount Escape mit Technik. Du drückst mich gerade runter, aber das funktioniert nicht. Das wird nie bei mir klappen. So, was kannst du jetzt machen von hier? Hoch, nach links und Hüfte raus. Was am besten? Erstmal musst du natürlich schauen, hier würde ich schlagen. Erstmal deinen Kopf schützen. Und von hier entweder mein Bein runterdrücken, dass du hier in die Half Guard kommst. Zack, das ist eigentlich Mount Escape Nummer 1. Guck mal, Mount Escape Nummer 1, ich zeig dir mal ganz kurz. Das, was du gerade gemacht hast, das funktioniert bei Leichten. Hier wegdrücken, kein Problem. Bei mir oder wenn jemand Kontrolle hat, funktioniert es nicht. Ja. Deswegen das Erste, was du versuchst, ist das. Das Bein hier runterdrücken und hier in die Half Guard zu kommen. Ja. Könnte natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil er entweder stärker ist oder keine Ahnung. Und dann hier rum, dass er sich mit den Händen hier abstützt. Das ist schon mal gut. Hier. Ja. Hier kannst du die Hand nehmen. Hab ich den. Ja. Das sind die zwei Klassiker. Also entweder hoch mit der Hüfte, dass ich mich mit den Händen abstütze, Hand greifen und rüberrollen oder das Bein runter. Die zwei Sachen. Okay? Genau, zack, genau. Wenn das nicht funktioniert, versuch mal runter zu drücken. Pass aber auf deinen Kopf, weil ich schlage dich hier. Runter zu drücken oder das Hüfte? Also du musst natürlich, du wirst ein, zwei in Kauf nehmen müssen, wenn du runter drückst. Und jetzt drückst du runter, merkst, es geht nicht. Ja. Mit der Hüfte hoch. Hier, jetzt schütze ich mich ab. Jetzt nimmst du das, den Arm, hier rein. Genau, das so. Bein oder nee, hier? Nee. So rum, dass mein Arm hier ist. Genau. Und jetzt rollst du darüber. Ja, genau. Sag, du musst am besten mit deinem Kopf hier rum und so rumrollen. Ja. Das ist wichtig. Ja, sehr gut. Was stört mich hier? Die Schulter stört mich. Und der Kopf und die Hüfte. Ja. Das heißt, ich muss erstmal die Schulter wegkriegen, dass ich hier den Druck weg habe. Weil wenn du mit der Schulter, mit deinem Gewicht drauf, habe ich hier Druck, ich kann dir gar nichts machen. Ich muss hier erstmal versuchen, den Druck wegzubekommen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Luft. Jetzt kann ich hier auch mit der Hüfte, hier gehe ich rein. Zack, habe ich den Lauf gehabt. Also von hier arbeite ich weiter. Hopp. Hier habe ich deinen Rücken. Ja. Weißt du? Ich gehe mal Half Guard. Wie ist die Escape aus der Half Guard? Was musst du jetzt machen? Was ist das Allerwichtigste? Ich würde den Arm, also diesen Frameweg machen. Ja. Und meine Hüfte so raus. Genau. Du musst erstmal mit der Hüfte raus. Ganz genau. Ja. Dreh erstmal die Hüfte raus. Zack. Und jetzt musst du, wichtig für dich, du brauchst hier den Underhook. Ja. Weil wenn du den nicht hast, kommst du hinten nicht raus. Wenn ich dich hier habe, drücke ich dich hier runter. Ja. Hier kannst du relativ wenig machen. Du musst versuchen, den Underhook hier zu kriegen. Ja. Von hier? Kannst du mit der Hüfte da raus, nee, genau, Hüfte raus, Bein rausziehen und jetzt hinten auf meinen Rücken. So, genau. Zack, das ist deine, da willst du hin. Ja. Weil sehr, sehr schwierig aus der Half Guard, wenn er mich hier hat, komplett, hier ist es schwierig. Natürlich könnte ich jetzt versuchen, das funktioniert auch,
wenn ich Kraft habe oder wenn ich die Dynamik habe und im richtigen Zeitpunkt ihn drehe, wenn er schlecht verlagert ist, kann ich ihn natürlich versuchen, hier irgendwie zu drehen. So, aber es kostet mich extrem viel Kraft. Und es funktioniert nur, wenn du das Timing gibst. Klassiker ist, du musst hier versuchen, Arm runterzukriegen. Wenn ich das habe, ist schon der Hälfte Weg geschafft. Von hier kannst du natürlich schlagen, du musst ja immer aufpassen, dass mein Kopf hier ist, dass du mich nicht triffst. Und jetzt mit der Hüfte raus. Die Hüfte ist dein Ziel. Ohne die Hüfte, wenn du die Hüfte pinnst auf meinen Boden, hier kann ich nichts machen, ich komme hier nicht raus. Deswegen, ich muss versuchen, die Hüfte wegzupinnen. Du musst immer dir im Kopf denken, wenn du rollst, was stört mich gerade? Das ist die Hüfte, das ist der Kopf. Das muss ich befreien. Deswegen, wenn ich hier bin, okay, hier stört mich der Arm, hier muss ich raus. Hüfte stört mich, ich muss hier raus und hier kann ich rausdrehen. Zack, und hier habe ich schon das Hälfte Spiel gewonnen. Ja. Hier sind wir im Dogfight Position. Das heißt, du hast 50%, ich habe 50%. Deswegen muss ich jetzt hier arbeiten, raus, hopp. Und hier kann ich wieder weitermachen. Weißt du? Ja. Versuch es nochmal, ich gehe nochmal in den Kopf. Jetzt mit dem Arm rum. Genau. Jetzt Hüfte raus. Bein raus. Genau. Rücken holen. Genau. Genau, und das immer wieder üben im Training. Ja. Nicht zu viel Platz lassen, versuch immer am Mann zu kleben. Also nicht, komm nochmal Hafka, wenn du was hast, hopp, hopp, nicht so, so könnte ich auch komplett weg. Ja. Versuch, wenn du an ihm dranbleiben willst, dann bist du hier. Eng. Ich klebe an dir dran. Ja. Das ist schon ein, es sei denn, du willst weg und hoch. Ja. Wenn du aufstehen willst, dann gehst du weg. Aber wenn du kontrollieren willst, musst du dann eng. Genau, machen. Weil wenn er gut ist und es merkt und du nur ein bisschen Platz lässt, dann ist er weg oder macht halt eine Gegenbewegung oder einen Konter draus. Ja. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen warm. Geht? Das fuckt mich extrem ab. Ja, was hast du momentan für Verletzungen? Jede Bewegung tut gerade weh. Was hast du für Verletzungen momentan? Mein Sprunggelenk ist angerissen, glaube ich. Aber ist vor 3 Tagen passiert. Kann ich, habe ich noch nicht kontrollieren lassen. Innenband ist okay mittlerweile. Aber das mit dem Sprunggelenk fuckt mich schon ab. Ist natürlich auch bei deiner Masse, ist natürlich die Gefahr, dass man sich verletzt, viel, viel höher. Ja. Deswegen so Sachen wie Kollagen. Man sagt immer, ja, Kollagen, Supplements, nicht wichtig, sind super wichtig für Bänder, für Gelenke, für Knorpel. Gerade bei deiner Masse muss man noch übel aufpassen, weil das präventiv auch ist. Und dein Problem ist, du machst keine Pausen. Ja, das stimmt. Der Körper braucht Regenerationspausen. Wenn du 7 Tage die Woche Training hast, ist ein Tag in der Woche ein Pausentag und das gehört auch zum Training. Da muss man sich zwingen, da muss man sagen, okay, Sonntag ist Pausentag, auch wenn ich mich gut fühle, ist Pause. Ja. Und zwischendrin in der Vorbereitung zum Beispiel, wenn man merkt, wo heute bin ich richtig platt, ich habe, es ist ein Unterschied, zu, ich habe keinen Bock und ich bin platt körperlich. Stimmt, dann mache ich Pause, lege ich Pause ein, am nächsten Tag fühle ich mich wieder besser. Wichtig ist bei der Verteidigung, so nah wie möglich am Cage zu sein, weil ich will versuchen, hier irgendwie durchzukommen. Ja. Wenn ich hier, geh mal ein bisschen weiter vor, geh noch raus, wenn ich hier bin, kann ich dich runterziehen. Ja. Wenn du da nah dran bist, schwierig. Ja. Beine strecken, damit ich sie nicht greifen kann. Und hier kann ich das machen. Und du versuchst immer den Crossface, heißt den hier. Oder zumindest dich abzusichern mit einem Overhook. Das heißt, von oben nehme ich hier rein. Und hier versuchst du mich hochzuziehen. Weil du willst ja nicht, dass ich unten bin. Hier kontrollierst du mich mit den Beinen. Mit dem Overhook, mit dem Crossface. Ich persönlich versuche hier mit dem Kopf, das hast du gut gemacht, mit dem Kopf hier zu kontrollieren. Dich zu strecken. Hier Druck zu machen mit der Hüfte. Hier dein Handgelenk am besten zu kontrollieren. Von hier arbeite ich entweder oben, unten. An dem Bein, an dem Bein, an beiden. Und versuche immer die Ebene, es ist wie im Stand-Up. Ich schlage ja auch nicht nur einen Jab. Ich schlage unten, oben, Low Kick, Kick, weißt du? Und da musst du immer versuchen zu variieren. Und ruhig atmen. Wenn du dran bist, hier, du versuchst mich zu bearbeiten. Aha. Mach ich jetzt nicht. Dann mach ich, okay, ich atme. Ich atme und überlege, was mache ich jetzt? Okay, hier bin ich gepinnt wie am Boden. Ich bin hier gepinnt, hier hat er meinen Arm. Dann drehe ich mich rum, am besten bin ich ja raus. Aus der Position, raus. Weil das ist immer noch die schlechtere Position für dich. Ja, du willst nicht hier bleiben. Ja. Du willst raus. Ich will auch. Und du kannst natürlich auch deine Ellenbogen, deine Knie benutzen. Okay, dann Michi zeigt uns jetzt ein bisschen was im Stand-Up. Genau, zeigt uns ein bisschen was im Stand-Up. Ihr könnt auch bei den beiden auf den Kanal vorbeischauen. Da haben wir auch zusammen ein paar Sachen gemacht. Jetzt geht's weiter. Stand-Up. Guck mal, Johnny, als erstes musst du. Stell dich mal richtig hin. Mach mal. Machen wir hier. Deckung. So, welche Ausführung hast du? Auslage. Meine starke Hand ist rechts. Genau, rechts, dann muss die nach hinten. Deckung, und jetzt kannst du erklären. Das war schon mal ein falscher Stand. Die Schulter riecht so weit hin. So, Ellenbogen ran. Genau. Zeig mir mal einen normalen Jab. Ja, genau. Hinten nicht abheben, versuch hinten stabil zu sein. Ja. Ja. Versuch aber hinten
den Druck mitzunehmen mit deinem Bein. Also nicht nur so, sondern wirklich, du drückst dich hier raus. Mit dem Hinteren? Ja, genau. Du drückst hier die Kraft raus. Oder? Hier, aus Hüfte. Aus Hüfte rein. Ah. Nimmst die Kraft von hier. Yes! Ach, genau. Und denk dann, dass du kannst trotzdem hier aktiv blocken, weißt du? Ich hab hier. Ja, ja. Du schleifst dein hinteres Bein immer so ein bisschen so mit. Du hast übel viel Kraft im Oberkörper. Aber das wird dich mit der Zeit auch sehr, sehr viel Kraft kosten, ja, vor allem in deinem Fight oder im Sparring, weil du nur aus dem Oberkörper schlägst. Ich meine, mit deiner Masse reicht wahrscheinlich, dass du nur aus dem Oberkörper schlägst von der Kraft. Aber du kannst noch viel, viel mehr rausholen, ja, aus den Beinen. Also schleif nicht dein Bein mit, sondern drück mit der Kraft raus. Dein Bein muss praktisch wie angeklebt sein am Boden. Und damit drückst du dich. Yes, besser. Ja. Ich hier mal stimmig. Gib dir jetzt einfach mal die Kamera. Der macht jetzt, der macht sich langsam. Gib dir die Kamera und du kannst jetzt kurz weiter filmen. Ja? Ja. Alles klar. Yeah. Yeah. Versuch ein bisschen mehr noch zu schneiden. Also nicht mit der Fläche zu treffen, sondern bup, du willst einen Kappen. Ja? Mit dieser harten, hier, mit dieser harten Stelle willst du treffen. Den halten, oder? Das ist wie so ein 90 Grad Winkel so. Boom. Ja, und dann noch treffen. Und dann kratzt du die Stelle auf. Ja! Spür das richtig? Ja, genau. Ja! Wenn du so triffst, ist es vorbei. Spür das richtig? Ja! Ja, und danach wieder zurück. Nicht nach vorne fallen und bleiben, weil dann bist du anfällig fürs Knie. Wenn hier was kommt, genau, hier bist du stabil trotzdem hoch. Ja, der kommt sehr gut. Jawohl. Machst du auch schon super. So, du schützt hier oben. Ist nicht offen. Ja, genau. Uppercut. Ja, das sieht schon direkt aus. Immer nur ein Schlag. Das ist keine Kombination. Ja. Mach jetzt immer nur einen Schlag, aber du versuchst locker zu sein. Ja. Wie im Kampf. Ich bin hier, ich bewege mich. Und wenn ich dir das Signal gebe, genau. Danach auch wieder. Du machst die Übung und danach ist die Übung nicht vorbei. Ja, du schlägst und bist danach wieder aktiv. Ja? Genau, es geht hier weiter. Whoop. Yes, genau. Und Ellbogen. Whoop. Ja, und hier weiter, nicht nach vorne fallen. Sehr gut. Yes, sehr schön. Ja. Und Knie. So, sehr schön. Ja. Merkst du danach immer so ein bisschen Instabilität? Ich weiß nicht, liegt es an deinem Fuß? Weil du schlägst und danach bist du immer leicht instabil. Das ist eine Sekunde. Ich kann auf dem Vorderfuß nicht so aufkommen. Ich, okay, ich mache die ganze Zeit auf meine Hacke. Aber behaltest du den Kopf, ja, wenn der, ja, Schlag kommt, ja, danach nicht. Und selbst wenn es eine Millisekunde ist, das nutze ich aus. Ja. Boom, boom. Weil das sind genau die Konter, die ich dann haben kann im Kampf. Wenn du jetzt einen Punch machst und hier bist du, ja, offen, dann kommt hier mein Konter. Und die meisten K.O.s, die ich erzielt habe, waren aus dem Konter raus. Ja. Angriff, der, natürlich Angriff, wenn du ihn überrennst und offene Lücken findest, funktioniert es auch. Aber normalerweise ist der noch so wach, dass das checken. Und wenn ich aber angreife, selber angreife, ist mir vielleicht gar nicht bewusst in dem Moment, dass meine Stelle offen ist. Ja, ja, dass ich, ja, hier offen bin. Und dann kommt Boom. Ja. Und dann war's. Okay? Nochmal gleiche Übung. Yes. Genau. Und danach stabil. Und. Ja, genau. Sowas. Und. Yes. Und hart. Ja, gut. Und wenn ich die Lücke dir zeige, kommt ein Schlag. Genau. Ellenbogen nicht zu weit raus. Ich weiß, du bist breit. Ja, ja. Aber denk immer dran, hier ist noch okay. Hier ist noch okay, weil hier ist deine Milz. Tut auch weh, aber geht. Hier ist gefährlich. Diese Seite immer am besten schützen. Das ist Leber. Wenn du hier mit dem Ellenbogen rausgehst und mir die Chance gibst, dann geht's, ja? Deswegen selbst mit breiten Rücken immer wenigstens versuchen, die Ellenbogen so ein bisschen runterzuhalten. Genau. Yes. Ja. Bring an deine Beine. Ja, besser. Aber Gott. Ohne Ellenbogen. Yes. Sehr gut.
Ich würde vorschlagen, wir gehen vom Stand-Up in den Bodenbereich. Ich zeig dir so ein paar Escapes. Schau mal, wie weit du schon bist. Gerade als Anfänger, wenn man gerade anfängt, ist es wichtig, solche Sachen zu lernen, früh zu lernen, damit man die immer wieder im Training trainieren kann. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Cage-Hole gemacht. Ich habe für meinen Teil auf jeden Fall was gelernt. Danke dafür. Sehr gerne. Und ich hoffe, nächstes Mal treffen wir uns wieder und ich bin ein bisschen fitter mit einem fitten Sprunggelenk und mit einer nicht so verschränkten Lunge. Dann wird das hoffentlich mal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, beim letzten Mal war es ja auch schon. Beim ersten Mal bin ich eingeschlafen, beim zweiten Mal bin ich krank, beim dritten Mal. Ciao, alles gut. Sehr gerne. Danke. Okay. Sehr gerne.